Der 11. September ist der Nationalfeiertag Kataloniens, der eigentlich ursprünglich ein Trauertag war, nämlich im Gedenken an die Kapitulation Barcelonas bzw. Kataloniens 1714. Erst nach dem Tod von Franco 1977 durften wieder Gedenkfeiern stattfinden. Und in 1980 wurde dieser Tag wieder zum Nationalfeiertag erklärt. Hier seht ihr jetzt die Veranstaltung am Morgen des Tages auf dem Plaza San Jaume. Ups, was ist das? Hallo? Hier ist nicht das Oktoberfest. Ja, und dann kamen sie, die Riesen, die Gigantes, die ich so liebe. Steht natürlich toll da. Wieder links mit dem Kopf, wieder links. Achtung, Achtung, Achtung. Wie können die sich so doof da hinstellen, wenn die wissen, die gehen da durch? Ja, das ist natürlich jetzt schön, wenn die da hinter dem Tor liegen. Ja.
Hier ist das Zentrum der Regierung von Katalonien. Hier ist der Sitz der Stadtverwaltung von Barcelona. Und hier finden regelmäßig Veranstaltungen, Proteste, Demonstrationen etc. statt. Und die Anwohner hier haben es in dieser Beziehung bestimmt nicht leicht. Ja, und das konnte ich mir auch nicht verkneifen. Egal wie viel los ist, egal wie viel Menschen und Fahrzeuge auf dem Platz sind, diese kleinen Monsterwagen für die Reinigung des Platzes ziehen ihre Kreise, egal was los ist, und das auch nachts um 2 oder um 3 Uhr.